Servus und grüß Gott aus München. Was lachst du? Was lachst du? Servus und grüß Gott. Hallo und herzlich willkommen. Genau, hier sind wieder Konrad, Sophie und Lukas. Ja, yeah, und wir berichten mal wieder vom Filmfest München, haben wieder ein paar Filme gesehen und ja, wir haben auch, gestern habt ihr Filme gesehen, ich habe gestern aufgrund privater Umstände Filme ausfallen lassen. Das klingt jetzt sehr viel mysteriöser, als ich dachte. Ja, ich weiß, man muss das Publikum catchen, weißt du, so der Damien Lindelof Style of Writing. Genau, ihr habt aber einen Film gesehen, der heißt Blind und Hässlich. Klingt nach einem Film für mich. Möchte jemand kurz erklären, worum es da geht? Los, Bruder, aufstehen! Nein, ich höre kein Nein. Aber ich höre gerade ein Nein. Du hörst ein Nein. Du sagst ja auch gerade Nein. Ja. Willst du mit mir gehen? Abends, ja, komm mal rum hier. Ja, ja, wir haben den Vogel. Wie blind bist du eigentlich? Ganz blind. Naja, wenn ich jemanden die Hand schüttel, dann fasse ich ihm ins Gesicht. So. Das heißt, du kannst mich nicht sehen? Nur hören und fühlen. Also, ich glaube Ihnen gar nichts, was Sie hier sagen. Ja, ich glaube Ihnen langsam auch gar nichts mehr, was Sie sagen. Haben Sie eben versucht, den Zettel hier aufzuessen? Naja, ich habe ihm erzählt, dass ich blind bin und ich bin gar nicht blind. Also, es geht um Jona, eine ja, 18-Jährige oder was, also kurz vorm Abitur, die sich aber entscheidet, Abitur macht sie jetzt lieber nicht, weil das ist ja alles zu viel und sie läuft so richtig klassisch von zu Hause weg. Und wo läuft sie hin? Sie läuft zu ihrer Cousine Cécile in Berlin, die in Berlin in einem blinden Wohnheim lebt, weil Cécile eben blind ist. Und ja, und wie das in Berlin nun mal so ist, ist es nicht so einfach, eine Wohnung zu finden. Und deswegen kommen die beiden Mädels auf die Idee, Jona könnte ja so tun, als sei sie blind und dann könnte sie in dem Blindenwohnheim wohnen. Gesagt, getan, so tüfteln die das aus und kaum hat das geklappt, lernt dann Jona bei einem Spaziergang einen jungen Mann kennen. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Danke. Also lernt sie einen jungen Mann kennen namens Ferdi, der seinerseits mit, ich sag mal, Behinderungen seines Alltags zu tun hat. Der hat so eine Art Sozialphobie, soziale Störung, ist vorher so durch die Wälder geirrt, also hat überhaupt kein stabiles Umfeld. Viele Sachen machen ihn sehr nervös, aber so das, ich glaube, das Dominante an seinem Leben ist, er hat wahnsinnige Schwierigkeiten im Umgang mit Menschen. Und dadurch, dass Jona ja vermeintlich blind ist, entsteht eine Begegnungsebene, die sie sonst miteinander nicht haben könnten, weil dadurch hat er einen Schutzraum, weil sie ihn nicht sieht. Aber das kann natürlich auf Dauer nicht gut gehen. So, das war's. Das ist ja ein Film von Tom Lars. Tom Lars, ja. Ist doch der Bruder, genau, von Jakob, ja. Lars, der jetzt zuletzt Tiger Girl ins Kino gebracht hat. Ja, ist das ein typischer Tom Lars Film? Ich denke schon. Also man merkt, wie sie ihr... Ja, man will nicht gesagt, das beschränktes Repertoire, aber ihr ursprüngliches Repertoire langsam so ein bisschen vorsichtig an den Rändern erweitern. Aber es ist schon relativ klassisch in der Art, wie die meisten Filme, die von den Last Bros, wie ihr Produktionsstudio, glaube ich, heißt, sonst so kommen. Wir sehen viel Jump Cuts, wir sehen viel an den Figuren, viel Improvisation, die man auch merkt. Also man merkt auch, dass viele Szenen einfach so, der Gedanke dahinter dann ist so, okay, die Figur stellen wir jetzt mal irgendwo zusammen und gucken, was ergibt sich denn aus dem, was die haben. Aber diese Begegnungen sind in der Regel doch sehr spaßig. Also ich fand diesen Film jetzt erstmal als erster Einstieg tatsächlich sehr unterhaltsam. Der geht schnell rum. Der hat immer wieder so sehr originellen Sprachwitz vor allen Dingen. Also ich weiß nicht, wie viel davon vorgeschrieben ist, wie viel daraus kristallisiert aus dem Prozess ist. Aber diese Interaktionen sind wirklich sehr gut anzusehen. Das ist jetzt in der Form kein besonders ambitionierter Film, sondern das bleibt noch relativ klar in dem, was da sonst so passiert. Aber es ist sehr effektiv und unterhaltsam und das Publikum, das ich bei diesem Film dabei hatte, war auch sehr enthusiastisch und hat sehr viel gelacht. Also es ist vor allen Dingen eine Komödie und ich glaube, diese Drama-Aspekte, die werden dann auch gegen Ende so mit so einer, ja, fast mit so einer Beiläufigkeit abgehandelt. Ich würde sagen, am besten funktioniert dieser Film auf einer Ebene von diesen spontanen Begegnungen. Es ist halt immer noch sehr viel improvisiert und wir sehen auch so die üblichen verdächtigen Gesichter. Also ich freue mich dann auch immer, ne, wenn ich so bestimmte Schauspielerinnen und Schauspieler so, dann erkenne ich die wieder und die sind dann auch immer nur so kurz im Bild und man sieht so, die machen halt einfach aus Spaß an der Sache mit und diesen Spaß an der Sache spürst du auch und so. Aber es ist insgesamt halt, finde ich,
deutlich kohärenter, ist auch besser erzählt, finde ich. Also es ist eine gute Dramaturgie drin, es hat einen guten Drive, es macht Spaß. Es ist jetzt kein wahnsinnig tiefsinniger Film, finde ich, sondern es ist wirklich ein Unterhaltungsfilm. So, der will uns jetzt nicht wahnsinnig viel übers Leben beibringen, glaube ich. Aber das ist auch okay, es ist nicht auf eine dumme Art und Weise unterhaltsam, finde ich. Auf eine sehr sensible Art und Weise finde ich es unterhaltsam. Auch mit den Themen umzugehen, ne? Also so, ne? Sozialphobie, Blindheit und so weiter, fand ich gut. Genau, dann würde ich euch kurz mal jetzt als Rache, weil ihr jetzt mir von dem Film erzählt habt, den ich nicht gesehen habe, erzähle ich euch jetzt einen Film von dem Film, den ihr beide nicht gesehen habt. Und zwar ist das der Film Columbus von Kogonada. There's this belief that if you're not there when a family member dies, your spirit will roam aimlessly and become a ghost. I saw you at the hospital. Are you from here? Yeah. You like it here? I'm really interested in architecture. Yeah, I hear this town is quite the Mecca. There were nights that my mom just wouldn't come home at all. Mom, it's me. Call me back. How long do I stay here? As long as it takes. You're his son. I want to show you something. This was one of the first modernist banks in America. Who are you? God, shut up. I'm just trying to tell you about this building. Genau, Columbus von Kogonada. Ich hatte gar keine so konkrete Vorstellung. Das ist, Kogonada, das ist jetzt kein, das muss man sich zusammengeschrieben vorstellen, das ist ein, ja, Nickname, kann man sagen, Künstlername. Unter anderem hauptsächlich bekannt als Filmeditor für Video-Essays, die er im Rahmen von der Criterion Collection zum Beispiel macht. Und der hat jetzt seinen allerersten Spielfilm gedreht. Ich würde sagen, auf der einen Seite einen typischen, wenn auch, aber auch einen untypischen US-Indie. Es geht um John Cho spielt die Hauptrolle, eine der beiden Hauptrollen, spielt den Sohn eines bekannten Architekten, der in Columbus wohnt und dort einen Herzanfall, einen Herzinfarkt hat und ins Krankenhaus kommt. Und er wohnt in Seoul und kommt halt wieder zurück in seine, ja, er kommt halt nach Columbus zurück, nach Amerika zurück. Und muss halt irgendwie damit umgehen und trifft halt auf ein junges Mädchen, oder ja, eine junge Frau eigentlich eher, gespielt von Hayley Lou Richardson, die gerade aus der Schule raus ist, eigentlich studieren möchte, aber sich eher verantwortlich fühlt für ihre Mutter, weil die nämlich Crystal Meth abhängig war und sie halt nicht genau weiß, ob sie, das war die Punchline. Keine Punchline, aber es klingt gerade sehr trist und sehr. Ja, ich weiß, was du meinst. Es klingt sehr trist. Und sie weiß halt nicht, ob sie jetzt einfach so in die Welt rausgehen kann, und ihre Mutter quasi auf sich allein stellen lassen kann. Was mir an dem Film gefallen hat, ist zum einen, also Kogonada selbst ist auch in Seoul geboren, also der hat quasi südkoreanische Wurzeln, lebt aber in Amerika. Und man merkt definitiv seine Vorliebe für Richard Linklater. Also das ist auch so ein Film, da haben wir Figuren, die befinden sich in so einem Zwischenstadium, die sind gerade irgendwie mit einer Entwicklung fertig und wissen nicht, wo die nächste hingeht und treiben so. Die treiben so durch diese Stadt Columbus. Columbus zeichnet sich dadurch aus, es ist ein 40.000-Seelen-Stadt in Indiana, übrigens die Geburtsstadt von Mike Pence. Aber es gibt gute Sachen an Columbus und zwar ist es so eine Architekturhochburg. Irgendwie hat da durch historische Verwicklungen haben wirklich sehr viele Star-Architekten da Gebäude gebaut. Und das ist quasi ein Mekka für Architekten. Und auch die Hauptfigur Hayley Richardson, die übrigens absolut fantastisch ist. Also diese Frau muss jede Rolle danach kriegen, die nur erdenklich möglich ist. Ist halt auch architekturbegeistert und möchte vielleicht auch in die Richtung was machen, traut sie aber nicht raus. Und der Sohn von dem Architektur, von dem Star-Architekten quasi, von dem Professor, ist da überhaupt nicht interessiert drin in Architektur, interessiert sich eher nur für sich und seine eigene Freiheit. Und die beiden begegnen sich halt, treffen sich immer wieder und sie erzählt ihm was über Architektur und beide unterhalten sich über Architektur und über ihr Leben. Und es ist
sehr, sehr wunderschöne Szene. Vor allem, weil ich beeindruckt war dafür, dass es ein Debüt ist, dass Kogunada ganz genau anscheinend weiß, was er tut. Also die Kamera, das ist ein Film, der hauptsächlich darüber erzählt, wie sind Figuren in diesen Architekturräumen, in diesen stadturbanen Räumen angeordnet, wie verhalten sich dazu. Es gibt wirklich sehr wenig Nahaufnahmen. Das sind meistens alles ja, Halbtotale bis Totalen. Und er drückt halt auch nicht so. Da würde ich halt zu dir sagen, das ist halt auch kein Lied zwar an Sundance, aber es ist jetzt nicht der typische Sundance-Film. Er drückt nicht so offensiv auf die Tränendrüse. Also wir kommen ja noch zu Western von Valeska Riesebach. Also ich würde sagen, das verhandelt sich auf so einem Niveau, also was so das Ausbrechen von Gefühlen angeht. Es gibt eine wunderschöne Sequenz, da stellt sie ihm ihr Lieblingsgebäude vor in Columbus. Und dass so eine Bank ist, so ein reiner Glasbau, der erste moderne Bau für eine Bank irgendwie. Und er fragt sie, warum findet sie das denn toll, was fühlt sie dabei? Und dann schneidet der Film um in die Bank rein. Wir sehen durch die Gleisscheibe sie, aber wir hören nicht, was sie sagt. Aber sie nur in ihrem Gesicht und sie beschreibt es so stummfilmartig. Und man kann nur in ihrem Gesicht lesen, was für dieses Gebäude für sie bedeutet. Der Film ist voll von so Momenten. Der hat eine gewisse Bedächtigkeit. Der ist jetzt nicht so zügig erzählt. Man muss Aufmerksamkeit mitbringen für den Film. Aber ich würde definitiv sagen, dass das einer der besten Filme ist, die ich hier gesehen habe. Ja, und das große Finale. Wir sprechen auch nochmal über einen Film, den wir alle drei gesehen haben. Und zwar gerade, nicht in diesem Moment, aber wir haben ihn gerade in der Pressevorführung gesehen. Und zwar ist das Valeska Griesebachs Western. Hey, Neuer. Und warst du schon mal auf Montage? Ich bin hier, um Geld zu verdienen. Und, das ist ein Schlitzohr? Die ist komplett verrückt geworden, oder? Hat er schon mal an die Einheimischen gedacht? Ja, nur. Deswegen bauen wir ja ein Wasserkraftwerk. Ja, wie geht's? Jemanden ansprechen, ein Mädel ansprechen. Sag mal, Mädel. Ja, genau. Hallo. Откъде е това момче? Германия! Браво и на двамата, браво! Колко си говорите с това нещо? In Western geht es um eine Gruppe von deutschen Arbeitern, die nach Bulgarien kommen, um dort ein Wasserkraftwerk zu errichten. Und es entstehen schnell eine ganze Menge von kleinen und größeren Problemen. Die Dynamik innerhalb der Gruppe ist so ein bisschen schwierig. Es gibt da einen Anführer, der etwas unfreundlich und übergriffig gegenüber der lokalen Bevölkerung ist und dadurch auch deren Zorn so ein bisschen auf sich zieht. Und wir folgen vor allen Dingen einem stummen Westernhelden. Einem Loner. Einem einsamen, also jetzt nicht unbedingt einem Ganzlinger, aber er wird so schnell, bekommt er den Spitznamen der Legionär unter der einheimischen Bevölkerung, der sehr viel besser mit diesem Land zurechtkommt als seine Kollegen. Und es ist so ein bisschen wie in so einer Kurzgeschichte von Joseph Conrad. Wir sind irgendwo in der Fremde, vielleicht in so ein bisschen einem kolonialen Kontext. Also man kommt auf jeden Fall und hisst die deutsche Flagge über seinen Arbeiten. Und er ist der zwischen diesen Welten steht, der sich ein bisschen in das Land verliebt. Und wir lernen ihn als jemanden kennen, der halt so ein bisschen heimatlos ist und das Gefühl hat, vielleicht finde ich hier in diesem wilden Westen, der für die Deutschen aber im Osten ist, eine neue Heimat. Ja, das ist ja aber auch ein sehr männlicher Film, oder? Kann man das so sagen? Die Frage musste ja jetzt kommen an mich. Also, naja, es ist natürlich ein Männeruniversum, was die Regisseurin sich da anguckt. Das ist spannend. Ich habe da, also es dauert ja relativ lange, bis überhaupt Frauenfiguren auftreten. Und am Anfang habe ich gedacht, ah okay, die zieht es jetzt eiskalt durch, so wie Chevalier, ich weiß den Namen der griechischen Regisseurin gerade nicht, aber Zangari, danke, genau. Ich dachte, es läuft auf sowas hinaus, dass es wirklich nur dieser Männler-Mikrokosmos ist, aber so bleibt es ja nicht, es treten ja dann Frauen auf und das wird ja auch problematisch dadurch. Ja, also ich würde sagen, das ist jetzt kein weiblicher oder männlicher Film. Es ist ein Film über eine Männergemeinschaft. Man erkennt in dieser Männergemeinschaft auch irgendwie eine gewisse, so eine hartherzige Schönheit. Dieser Umgang hat oft was Herzliches, dieses Jargon, das sie da die ganze Zeit sprechen. Das ist unheimlich angenehm eigentlich irgendwie auch und hat so stellenweise was Warmherziges. Also wenn sie sich da gegenseitig die Zöpfe flechten oder so, das ist ja irgendwie ein wirklich niedlicher Moment. Und gleichzeitig merkst du auch, da ist auch immer eine Aggression, da ist immer auch dieses Kompetitive drin.
Und dieses Vermitteln, dieses zwischen zwei Welten sein, ist für mich so ein bisschen dieses Hauptthema. Genauso wie das ambivalent gesehen wird, ist alles, was wir in diesem Film sehen, so immer so ein bisschen in der Schwebe. Und für mich ist es vor allem ein Film auch irgendwie über Kommunikation und Sprache. Also wir haben ganz viele Momente, die davon handeln, dass Menschen, die verschiedene Sprachen sprechen, zusammenkommen in immer neuen Konstellationen. Mal mit Übersetzer, mal unterschiedlich gut in der Übersetzung. Und besonders toll ist, wie der Film immer wieder herauskristallisiert, was sind die Sachen, die universell sind, die Gesten und Ideen und Träume, die alle Menschen verbinden, unabhängig davon, ob sie irgendwie aus Deutschland oder Bulgarien oder von mir aus auch aus China kommen. Es gibt da einen besonders eindrucksvollen Moment, der mir in Erinnerung geblieben ist, wo jemand vom Tod seines Bruders erzählt und der andere versteht ihn nicht. Aber er sieht und sagt das dann auch auf Rumänisch, wir sehen es in den Untertiteln, in Bulgarisch, du redest von etwas Traurigem. Und ich finde, das fasst diesen Film sehr gut zusammen, dass halt rauskristallisiert wird, was bedeutet allen Menschen etwas, was geht über die Sprache hinaus. Ja, also das trifft ziemlich gut, genau. Also dieser Film über die Sprache, aber für mich auch, und das ergänzt sich gegenseitig, das ist für mich auch ein Film der Gesichter. Also ich finde, jedes dieser diese Gesichter in diesem Film, also auf rumänischer, bulgarischer, jetzt hast du damit angefangen, auf bulgarischer, auf deutscher Seite, das sind solche Charaktergesichter. Und die Regisseurin ist ja auch zumindest, also die hat ja erst einen längeren Film vorher gemacht, Sehnsucht, vor 10 Jahren, glaube ich, kam der. Also die hat seitdem, glaube ich, keinen Spielfilm mehr gemacht, wo sie mit Laiendarstellern gearbeitet hat. Das wird sie wahrscheinlich hier auch gemacht haben. Würde ich davon ausgehen, gerade diese Deutsche, also nee, eigentlich alle diese Gruppen, die waren so authentisch und so fühlbar, echt, irgendwie, glaube ich auch. Ja, genau, und das sind halt so, ja, so Gesichter. Gerade die Hauptfigur, der Loner, der hat ja auch, da geht es ja auch so ein bisschen, das wird ja auch so im Film gespiegelt, da wird so eine Steinmauer errichtet und er erfährt da quasi, dass man sagt, dass ein Stein auch ein Gesicht hat und dass man auf diesem Stein rumkloppen kann und er hat keine Gefühle und so. Und er hat ja auch so ein steinernes Gesicht und man muss versuchen, ihn zu lesen. Und er kommt da nur ganz selten was an die Oberfläche. Das war ja dieser Moment mit dem Bruder, den du erzählt hast. Also ich fand ihn sehr, also allein vom Angucken her, und selbst wenn ich keine Untertitel gehabt hätte, glaube ich, hätte ich auch meine wahre Freude mit dem Film gehabt. Glaube ich auch. Für mich war da auch noch eine sehr starke, so was am Anfang gerade schon anklang, koloniale Perspektive drin. Also dieses, die Deutschen fallen da irgendwie, also die fallen, na doch, sie fallen so ein bisschen ein, weil sie sind da eigentlich nicht erwünscht. Und das fand ich auch so, das sind so ein bisschen die Cowboys, die meinen, ich befinde mich jetzt hier im Wilden Westen, im rechtsfreien Raum und ich kann diesen Raum jetzt gestalten. Ich baue etwas, ich schaffe etwas, aber überhaupt nicht realisieren, dass das gar kein rechtsfreier Raum ist und dass der auch gar nicht so wild ist, weil da leben schon Menschen und es gibt schon ein Gesetz und es gibt schon Regeln. Also ich hatte gerade so diesen Gedanken, dass dieser ganz klassische Westernheld immer noch da ist. Also mich hat das so ein bisschen gewundert, weil der für mich so klassisch funktioniert mit diesem nicht richtig in der Gesellschaft drinstehen und so. Warum gibt's den eigentlich noch? Ich glaube halt, dass es vor allem eine Figur des Individualismus ist. Also unsere Gesellschaft ist unheimlich stark darauf ausgelegt, jedem so ein konkretes, für sich zugestimmtes Rollenbild zu liefern. Ob das jetzt so besonders individuell ist und ob es dann nicht vielleicht 10.000 andere, die genauso individuell sind, gibt, das ist dann nicht die Frage, die da mitschwingt. Und ich glaube, es gibt immer dieses Bedürfnis, außerhalb der Gesellschaft zu stehen. Also ich glaube, das ist eine pubertäre Figur. Ich glaube, das ist nur so eine Figur der Rebellion. Und es ist auch immer, ich glaube, Zivilisation, wir hatten es gestern schon davon, hat auch immer die Herausforderung irgendwie von Leuten, die sagen, okay, ich möchte aber in diesen Urzustand, in dieses Leviathan- und Hobbes-mäßige zurück, wo ich für mich selber kämpfen kann und so. Und dieser Mensch, wir merken, er fühlt sich in der alten Welt definitiv nicht wohl. Und am Ende wird er auch gefragt, was suchst du hier eigentlich? Und es ist halt die Freiheit, die immer wieder beschworen wird, der Raum. Und ich weiß halt nicht, diese Figur ist natürlich alt, aber sie ist halt universell und sie wird immer bleiben, weil es immer Leute geben wird, die außerhalb der Gesellschaft stehen möchten, die nicht in enge Gefüge und Abhängigkeiten geraten wollen. Aber ich glaube, dass das, was Sophie auch meint, ist, dass das schon auch so ein Bild ist, was Männern aufgepfropft wird. Also zumindest was auch eher von Männern erwartet wird als von Frauen, die immer in irgendwelchen, also in Beziehungsgeflechten drin sind, die auch immer in Verantwortungspositionen. Frauen haben immer in Verantwortungspositionen in erster Linie, die ihnen fast zur Natur gegeben sein soll, für die Kinder, für die Familie etc. pp. Und Männer können sich da immer so ein bisschen ausschälen. Die sollen ja auch nicht so ihre Gefühle zeigen. Das heißt, so Attachment zu anderen Menschen ist nicht so das Wichtigste. Und das ist halt, ja, dass der damit kämpft und dass das auch verhandelt wird in dem Film, ist ja auch schön. Ja. Ja, schön, dass wir das wieder geschafft haben, hier aufzunehmen. Es wird definitiv noch ein weiteres Mal geben. Das Festival läuft noch ein paar Tage. Bis dahin, Servus, grüß Gott und bye bye. Tschüss.